Liebe Schnittchen, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde von Modern Warfare 2. Peter hat seine Form jetzt verspielt. Sorry, ich wusste gerade nicht, was zuerst dabei rauskommt. 1 oder 2 oder was? Was spielen wir denn? Bram und Peter gegen Septi und Hardy. Oh shit, da steht ja schon einer. Das ist richtig geil. Ich hätte erst gucken sollen. Ja, wir spielen. Wie heißt die Map hier nochmal? Ich hab keine Ahnung. Skid Row. Ja, genau, stimmt. Einer ist an der Treppe. Wie ist er da? Au! Zwei sind an der Treppe. Der kam von da. Ja, da kam der andere. Oben drei sind an der Treppe. Drei sind an der Treppe, Peter. Ah, nice. Fuck! Ich hab jetzt 12 Mal. Toll! Da wäre ich ja, fast in Brams Nate reingelaufen, ey. Ich fand voll gut. Ich wollte nicht, dass der jetzt guckt. Hallo? Boah, das sah aus wie einem, wie heißt das, Michael, nee, wie heißt der Typ? Emmerich voll. Roland. Roland, Roland. 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 War von dem nicht, hier... Hardy-Tunnel, zwei Tunnel. Einer ist am Dach, einer ist am Dach, einer ist im Dach rein. Ist Richtung B gelaufen. B-Gang. Ne, der ist runtergesprungen. Nein! Die anderen beiden waren Tunnel durch. Hat der nicht, wie heißt denn das hier, Independence Day gemacht? Roland Emmerich, ich glaube schon. Ja. Oder? Ja, könnte sein. Oh, cool. Bisschen sehr patriotisch. Aber. Küche. Und aufs Dach. Küche und aufs Dach. Und ein Spielplatz. Bombe da. Das wollte ich auch dran machen. Mhm. Der liegt schon bei der Bombe, der diffust schon. Dann ist der andere in der Küche oder so. Hey, Moment mal. Ah, das ist. Nice. Hammerhart. Bravo! Das war's! Bruder, wenn du Tier, Alter, was geht ab, ey? Mann. Sehr gut. Was? Ey, Sepp, das war eigentlich ein bisschen ruhiger von dir. Warum ist er gerade geklettert, wa? Ja, weiß ich auch nicht. Ich hab voll drauf gehalten. Der war voll im Fadenkreuz drin. Mehr ging nicht. Au, oh, ey, ich bin hingefallen. Ich bin gerade ausgerutscht. Keiner Tunnel. Einer? Keiner. Keiner ganz links aus. Einer ist schon oben drin. Zwei sind oben drin. Einer ist in der Küche drin. Nein! Doch! Küche gemessert. Küche gemessert. Oh ich Mann, was ist denn los? Ich hab Bombe liegt oben im grünen Raum. Gott im Himmel, ey. Bombe liegt im grünen Raum. Bombe liegt im grünen Raum. Der Nein. ist noch da. Da unten ist er und tot. Alter, ich krieg aber auch keinen Kill, ey. Nö, nö, nö. Oh Gott, das wird eine anstrengende Runde. Ach, warte mal. Switching sides. Bram ist heute ganz gut, ey. Ich glaube, wir brauchen so ein paar Endspielrunden. Ja, und ein paar Abspielrunden. Aber jetzt holen wir auch 3 Punkte, Kinas. Mädels, macht sie platt. Durch, Tunnel. Hi, Adi. Von Alter, der ist schon ganz aus. Das halt nicht immer den gleichen Weg gehen, wa? Darf halt nicht immer den gleichen Weg. Alter, ach, komm. What the fuck, Sepp? Wieso zielst du denn nicht auch mal? Ja, weil ich den nicht gesehen habe. Ich habe einfach geschossen. Ich weiß zwar nicht, wie ich das noch schaffen soll, aber ich mache einfach mal. YOLO. Ich habe halt nur eine Klasse mit Eiskalt. Boah, kommt Jungs, ey, wenigstens eine Runde. Ich will mir die Schmach nicht geben. Alter, jetzt lass mal die Beine, die Bälle flach, wollte ich schon sagen. So halt. Der ist hinten durch an der Küche. Leute. Der ist in der Küche. Okay. Ja, du machst das nicht schon. Ja. LOL. Peter! Zwei Stück. Meine Kills! Alter, ey. Da hab ich erstmal eine richtig geile Pirouette gedreht. Ja, Woo! Das ist alles. Peter sitzt wie so eine Spinne oben rechts in der, oben in der Ecke. Ja, ich hab mich auf ihn gestürzt. Ja, eben. Voll so das aus. Ich bin schon wieder hingeblieben. Ich wundere, dass Hardy noch nicht auf seine 100 Punkte mehr angespielt hat. Von wegen, dass wir uns anstrengen. Ja, ist ja gerade immer noch voll scheiße hier. Alles. Da kommt der nochmal. Boah, wie geflasht ich einfach war! Mann, so eine Wichse außen! Alter, ernsthaft? Dave verliert schon Granaten, das ist nicht so gut. Ey, hast du gerade... Einer ist auf dem Vorder, außer du warst da. Bei uns im Spawn. Nee, der ist außen... Der lebt noch!
Ah, ne, doch nicht mehr. Nein. Der ist an der, ja genau, da. Okay, ich verliere die. Du verlierst ein bisschen die Kontrolle, ja, das stimmt. Dach, genau. Wie viel Leben das, denn noch? Das war das Wort, was ich suchte, mein Gott. Dach. Aber das ist auch schon wieder 2 Minuten her. Boah, Sepp, wieso wartest du denn nicht, bis der im wenn Schuss ich, wenn ich nicht warte, ist? Wenn ich nicht warte, dann schreit ihr rum, warum schießt ihr denn nicht? Nein, Mann, es ist warte, dann doch der Ball, warum schießt ihr nicht? Also, Sepp, wenn du einen getötet hättest in der Tür, ja? Wenn du, mit deinen Schießen. Ihr haltet mal den Baller hier, ich hab doppelt so viel Kills wie ihr, ja? Jetzt sag mal ganz chill hier. Ja, macht ihr erstmal hier was. Scheiße von dir. Ach komm, fuck off, ey. Kommst das ist ein Scherz! Rum. Deswegen haben wir die Fische eben dahin geworfen. Der ist wieder oben. Ja, ja. Voll cool, Jo, ey. Scheiße, Hardy ist B hinten. Oh Mann, ja, außen! Alter, was ist los? Das sind viel zu schnelle Runden. Wir verlieren gerade viel zu krass. Ja. Ist so cool. Der ist oben am Dach. Wo hat der mich denn gesehen? Dreh dich zwischendurch mal um, Sepp, die sind ein bisschen schneller unterwegs als du. Stimmt. Oh. Das hast du gesehen, ne? Ja. Gut. Dann war der... Hat er dich wahrscheinlich durchs gesehen. Durchs Fenster hat er mich gesehen, ja. Ach, kommt er. Ist er schon oben drin? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo der ist. Haben wir noch nicht gesehen. Die Map ist aber auch... Oh, der ist Treppe! Tryhard-Modus, der ist ja gar nicht unten. Der ist oben drin schon. Nach von hinten nur. Hadi, wir machen das jetzt. Ja. Ja, Sepp im Kreuzfeuer. Ja. Ah, klarer Headshot hier. Von Bram. Schmach können wir uns nicht geben. Switching sides. Defend the objective. Carry UAV is up. Ich find das gut. Braucht gar keinen. Einer Tunnel. Zieht sich wieder zurück. Dann spielen die defensiv. Hm. Ja, eine Runde müssen wir ja mal holen, ne? Ja, wäre vielleicht nicht schlecht. War noch hinten bei sich. Ja. In dem kleinen Häuschen da. Boah, das hat eine Scheiße, ey. Wie der auch direkt drauf war, ey. Fuck off. Kam durch den Tunnel jetzt durch, hat mich gemacht, geht auch hoch. Da hast du nicht gezielt, Digga. Nice. Ja, da ist er! So, alles cool. Alles cool. Habt ihr gut gemacht, beide. Alter, what the fuck, ziehen wir damit auch nicht mehr. Jetzt sind die so traurig, die drei. Jetzt gewinnen wir. Ja. Jetzt gewinnen wir noch. Das wäre schade. nicht. Das ist ein schlechter Start. Einer ist durch und ein grüner Raum. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Auf unsere Seite jetzt. Boah, Peter, du gehst mir so auf den Sack, ey. Der ist Richtung, Treppe da. What the fuck? Das ist im grünen Raum, hat er sich hinter die Tür gekämmt. Unten drin. Das war der... Oh, oben drin! Sepp, bitte. Sepp. Der klettert wieder hoch. Pass auf. Der ist jetzt auf dem Dach bestimmt. Oder der kommt von unten. Das ist korrekt. Nice, Hardy. Damit hast du alle Wege aufgezählt, die es gibt. Nee. Peter! Hinter dir! Ja, der kommt von hinten! Von hinten hast du nicht aufgezählt, Hardy. Toll. Hardy, Mann, da verlässt man sich einmal doch, auf dich. Doch, das war ja, ne? Unten. Mann, ja, genau. Scheißrunde, ey. Wir haben den Punkt, der Rest ist egal. Abstimmung starten, aufgeben, bitte. Nein, die ist im CS-Modus. Probieren wir doch mal was aus.
Zwei sind unten im blauen Raum drin. Oh, der stirbt. Alter. Was? Das war blöde. Zwei waren im blauen Raum. Einer ist bestimmt schon durchgelaufen. Ich weiß aber nicht, wohin ist. Mehr Küche oben, ich bin gemessert worden. Grüner Raum, glaube ich, oder so oben. Nee! Heiß, ich hätte nicht sagen sollen. Alter, noch schneller hätte ich's nicht. Ging nicht. Ach, war da oben in den Hütten, oben in den Hütten. Küche! Scheiße, den habe ich nicht gesehen. Ich bin Peter! So, fick dich. Ganz locker. 10 Runden noch. Ah, die 7 Kills, ist nicht verkehrt. Das glaubst du ja wohl selber nicht, Jay. Was? Natürlich gewinnen wir. Nee, das glaube ich nicht. Ja, Peter, Dito, wa? Da setze ich einen 20 gegen. Wogegen? Das, ihr gewinnt. Gegen Johnny. Ja. Okay, wenn ich jetzt dann, wenn ich jetzt 20 dann aussetze, kriege ich dann 40 von dir. Und wegen dem wegen der Wettwahrscheinlichkeit oder wie das heißt. Hä? Wegen Quoten. Du wettest, dass ihr gewinnt. Heißt, einer ist B. B unten. Bombe. Ja, aber die Quoten sind ja nicht gleich. Ihr seid ja voll in Führung. Bei B. Okay. Die Quoten begannen bei 0-0. Da sind die gleich. Wir begannen, aber nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, sag doch einfach, dass du keinen Bock hast, darauf einzugehen. Ja, ist doch gut. Man kann sich immer rausreden. Das ist genauso, wie du für Heroes rausreden wolltest. Das, also die hey, Moment, da hat uns aber... Nee, da hat uns aber ein Tag gefehlt, ja? Ja, ich Bram doch Tag vielleicht auch. Nee, Bram ja, eben nicht. Ja, sicher. Das wissen wir doch nicht. Ja, ich hab doch genauso viel gebaut wie ihr. Echt? Ja, nee, ich hab jedes Mal, wenn ich geladen habe, ich einen Tag extra gekriegt. Ah! Also, what the fuck? Der hat mir direkt ins Gesicht gerotzt, ey. Ich bin auch hochgejumpt. Außerdem meinte ich nicht, dass mit dem Tag fehlen soll. Ich meinte, mit oh, Dennis wählt Turm aus. Turm sind die stärksten. Ach so. Das ist, ey, das verstehe ich auch nicht, weil das ist so. Hauptsache immer auf die Füße zielen, weißt du? Was denn? Krank einfach. Ja, das muss man sich echt mal abgewöhnen, immer auf die Füße zu zielen. Der sitzt ja im Geschütz, Alter. Damit habe ich nicht gerechnet. Schnell gewesen. Ja, hat sich in die Küche gesetzt. Der letzte! Hey, vielleicht hätte ich ja doch mal drauf wetten sollen, Chris. Wie schaut das aus? Ja, von mir aus gerne immer noch. Ich bin 7-3. What? Oh, oh. Echt? Ein 20? Steig ich ein. What? Steigst du mit ein? Wieder steig ich ein, das geht aber nicht. Auf, das geht nicht. Also krieg ich 40 gewesen. Und ihr teilt euch 20. Wieso kriegst du denn 40, Johnny? Wie soll das gehen? Ja, du von setzt... 20 von euch beiden. Wieso denn von uns beiden? Ich hab doch mit dir gewettet. Ja, kann... und Bram steigt mit ein mit 20. Dann krieg ich 40 ja, und ihr 20. Wenn ich da, das kommt drauf an, wo der einsteigt. Das kommt drauf an, wo der einsteigt. Echt mal, normalerweise wird dann so, wenn du, wenn ihr verlieren würdet, müsstest du halt 40 zahlen. Das war jedem 20. Ja, aber was? Das ist ja nicht okay, eine 0 zu 0 gerade. Kann ich was. Sondern da hingekommen. Und wenn der Bram bei dir mit einsteckt, kriegst du keine 40. Achso, er hat doch nur gesagt, er steckt mit ein. Auf meiner Seite. Okay. Ja, das hat er ja nicht gesagt, er hat ja nur gesagt, ich steck mit ein. Der Bram auf meiner Seite, bist du eine Konversation. Ja, ohne Spaß. Alter, ich wette separat mit dir. Heißt das? Ja, 2x20 ist zu teuer. Mit? Wie kommst du denn immer dahin so schnell, du Wichser, ey? Ich guck die ganze Zeit, verfick dich einfach nur, ey. Fick dich einfach nur, ey. Mann. Einer noch hinten bei denen. Bei den was? Bei denen, da Jay war wieder geschützt Richtung. Alter! Noch Jay. Du hast ihn nicht getroffen. Hier steh ich scheiße. Hier stehst du gut. Nee, da stehst du gut. Ich hoffe, das passt so laut Map. Was habt ihr denn jetzt gewettet hier? Ich blick da ja nicht. Nee, bitte regt die nicht schon wieder an die ja. Ja, das übersteigt nämlich hart ist die Kuh, deswegen kann er nicht mitreden. Nee, das geht dann nur hart auf den Sack. Das ist echt die dämlichste Konversation. Warum? Christian sagt, ich wette 20, du sagst. Aber Peter, jetzt fängst du selber wieder damit an. Ja, wo drauf denn, Peter? Auf den Sieg, Alter! Einigen wir uns einfach nur darauf, dass Johnny das ein bisschen verkompliziert hat. Eigentlich war es sehr einfach gemeint. Was ist denn daran? Das ist keine einfache Rechnung. Das ist eine einfache Rechnung. Wenn du mit zwei Leuten wettest, ja? Der eine wettet dafür, der andere dagegen. Dann muss derjenige, der verliert, bezahlen. Ich hab gemessert! Ja.
ist richtig. Alter, oh Mann, das war mein Kill, ey. Johnny ist noch hinten, in der Mitte. Also, unten. Okay, pass auf. Du wettest mit 20, ich wette mit 5 Euro dagegen. Und was ist das da? Bullshit, Alter. Du musst da mit 20 einsteigen. Boah, Johnny, echt, ey, manchmal... Boah. Frag, wie hast du euch den Abi gemacht, echt, Alter? Ich frag mich manchmal echt, was in deinem Kopf vorgeht. Ja, ihr rafft es nicht. Ach so. Ich wette eine Million. Das nicht. Bei Wetten haben alle den gleichen Einsatz. Ich wette mein Leben. Ich wette ein Euro. Die Wahrscheinlichkeiten sind unterschiedlich. Die Wahrscheinlichkeiten sind doch gleich, weil von 0-0 gerechnet wird. Und selbst wenn die Wahrscheinlichkeiten von jetzt ausgerechnet werden, wettet man doch gleich. Nein. Du weißt, ich glaub's ja wohl nicht, wenn ich ins Wetten gehe. Oh Mann, bei B. Warum bin ich Spots? Dreh dich um, Jay, dreh dich um. Ach, du redest von der Quote, du Lutscher. Ja, davon rede ich. Scheiße, der ist beim Geschütz. Dann hast du doch mit keinem Wort erwähnt bis jetzt. Doch, der hat schon Quote gesagt, ja, den hat er erst schon gesagt. Aber darum geht es ja eigentlich nicht dabei. Nüsschen. Nee, du bist ein taubes Nüsschen. Was hat er denn mit Quote zu tun? Was hat er denn mit Quote zu tun? Nein! 3-7 steht, doch. Natürlich, der geht doch auf. Es ist ja wohl wahrscheinlich. Liebe Leute in den Kommentaren, ich werde Johnny an dieser Stelle, wenn er jetzt wieder dazwischen quatscht, einfach rausschneiden. Ich habe einfach gefragt, ob wir wetten und dagegen wetten. Johnny hat wieder Sachen verkompliziert und das war einfach das Thema. Also. Das war eine gute Woche, ne? Ich wusste. Scheiße. Wollte ich mir holen. Das ist ja schön und doof, durch. Wenn ich sage, klar, auf 20 mache ich auf jeden Fall. Ich wette, dass Dortmund noch deutscher Meister wird. Du hättest einfach Nein sagen können. Oder was? Das ist ja genauso dumm, dass ich dann den gleichen Preis kriege. Ich glaube, ich habe oben einen gerade rum. Oh, da ist er! Peter! Du miese Bitch! Ja, Peter, du hast auf mich geschossen. Oh Gott, der andere. Komm, sehr wenigstens den. Hau den mal weg. Hallo, ich habe den anderen schon gemacht. Jetzt muss ich fast hier. Das war aber außen bei B. Ist Sepp noch am Leben? Ja. Ja, das Leben noch zwei. Komm noch am Leben? Nein. Oh, ich hab's doch auf dem Radar gerade gesehen! Oh, und dann dreh ich mich gerade um und dann messert der mich, der war an der Treppe. Peter, weißt du, was geil wäre? Was denn? Nice. Auch gemessert. Der ist oben. Grüner Raum. Nee, grüner Raum ist Dragon. Dragon. Oh. Dragon Age Kurve geben würde. Ja, das stimmt, das wäre nice. Weißt du schön irgendwie als Elfenschurke, Magier dann daneben, das wäre schon geil. Boah, wir könnten die geilsten Abenteuer erleben. Echt mal, das würde sich voll anbieten, das Spiel eigentlich. Gerade so ein Spiel mit den ganzen Kacken. Geh mir doch weg mit so einem Bullshit, ey. Was? Skyrim. Wie hoch ist denn die Chance, dass du dann Elf wirst eigentlich? Ja, frag doch mal Jay. Wenn du 5 Rassen hast, ja, wie hoch ist die Quote, dass der 11 ist? Aber mach doch einfach mal deine Fresse, du hast einfach keine Ahnung. Ja, natürlich, genau, ich hab keine Ahnung. Weißt du, am Ende der Frage stellt sich doch, wenn du gewonnen hast, ja, da stellt sich die fucking Frage, wie viele Runden hast du gewonnen? Ja, natürlich hab ich recht, weil du keine Mathe kannst. Immer, ja. Messer worden und im blauen Raum. Ja, kann ich auch nicht. Was du überhaupt da hinten, Bram? Pass auf, dass du nicht gleich wieder Nasenbluten kriegst, weil du... Ja, kann halt sein. Wow, oh, wow, jetzt versuchst du auf solche Ebenen zu machen, ja? Du hast ja richtig geile Argumente, wenn du mit so einer Scheiße... Oh, pass mal auf, dass deine Ohren nicht wegfliegen. Oh, pass mal auf, dass dir Haare wachsen. Oh, pass mal auf, dass du nicht ständig Kühe fickst, ja? Soll ich jetzt mit so einer Scheiße ankommen? Schöne Argumentationskritik, Jay. Ganz beruhigt euch. Beruhigt euch, weißt du? Wenn Bram der lauteste ist, dann hat er zügel die nicht, das ist lustig. Alter Vater, ey. Das ist so lustig. Die Frage ist einfach, wie viele Runden hast du am Ende gewonnen, wenn du gewonnen hast? Das sind 12. Das gilt für beide. Das ist die Quote klar. Was? Wer? Welche Runden? Wenn du das Spiel gewinnst, hast du 12 Runden gewonnen. Ja, wie, das ist nicht klar. Willst du sagen, das Spiel dauert für dich nicht 12 Runden zu gewinnen? Im Stand von 2-7 gibt es noch 10 Runden. Ja, am Ende hast du trotzdem gewonnen. Am Ende hast du trotzdem 12 Runden gemacht. Alter, hab ich gemacht, wie aus. Am Ende hast du doch trotzdem 12 Runden gewonnen. Ich muss mittlerweile volle Möhre pinkeln. Vom Lachen oder was? Also diese Argumentation. Mhm. Ja, der Schall von Brams Sprache, der macht dir die Blase klein. Ja, ich hab mal doch immer noch weiter. Bis nach Kiesel, Alter. Richtig krass. Vor allem kannst du mit den Ordnern noch besser hören, weißt du? Ich hab kein Problem, du hörst nämlich einfach alles. Bla bla bla. Also in der Klausur würde ich bei Johnny jetzt drunter schreiben: Aufgabenstellung verfehlt. Ja. 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 Abi aberkannt. Eindeutig. Ja, eindeutig. Nicht, aber... Herr Bram, bei dir kann man nicht mal Abi aberkennen. Nee, ich hab ja auch so ein Studium fertig.
Oh. Ach so, Moment, reden wir dann nochmal in einem Monat wieder? Später? Ja, dann sind wir auf dem gleichen Level. Also, was willst du von mir? Hadi ist bei unserem Spawn. Ah, nein, aber noch einer. Da fällt dir nichts mehr zu ein, also oder mein was? Mein Hadi ist bei unserem Spawn gewesen. Der kann sein, dass er durch den Tunnel kommt. Das interessiert gerade keinen mehr, Peter. Chris. Peter, Chris. Oh. Scheiße! Natürlich interessiert er einen, weil er richtig war, Alter. Ich hab jetzt und da kannst du mir mal die Quote zu ausrechnen. Ja, gib mir aber dann nicht, Peter. Ich weiß. Ich will das nicht ausrechnen. Ich hab 5 also, Minus in Mathe. Ich geb mich damit zufrieden, dass ich das nicht kann. Hadi, willkommen. Liebe Schüler, ja? Wenn ihr in Mathe liebe Schüler. Habt, ja? Wenn Bram euer Lehrer ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt noch die Rangers gewinnen, genauso hoch wie die Spätzners. Leute, da müsst ihr denken. Nee, Jay, das hast du halt wieder nicht verstanden. Nee, das hab ich nicht gesagt. Das hab ich mit keinem Wort gesagt. Die Quote fürs Wetten, wenn du sagst 20 Euro wette ich und der Gegenpart wettet 20 Euro dazu. Hast du? Ja, das ist die argumentatorische Grundlage, weißt du? Ganz ehrlich, so schreibt er auch in seiner Klausur. Alter, die Quote ändert doch nichts. Sepp liegt am Tunnel, Bram. Natürlich ändert das was. Oh, was? Ich hab die auch gemessen. Ah! Aber wir haben ja eine Droh. Die haben ja hier so ein Ding. Ach komm, da bin ich tot. Wie war das nochmal mit den Wahrscheinlichkeiten, dass wir jetzt verlieren? Yeah. Nice! Nice! Bram hat viel gemacht. Bram hat nochmal ein Ausrufezeichen. Echt, mal so sieht das ja aus, ey. Wir haben gerade ein Messer da. Boah, das war mit Abstand eine der anstrengendsten Runden, die wir gespielt haben, ey. Ich wusste so lachen. Hammerhart, ey. Aber, Wie nennen wir die Folge eigentlich, Christian? Ich war am Anfang richtig positiv. Recht. Wahrscheinlichkeitsrechnung, oder? Die letzte Bram hat recht. Alter, geh doch mein Wettbüro, Jay. Ja? Mathe für Anfänger, oder was? Ja, wetten ich, das. Ich muss mal zum Wettbüro gehen. Ja, wette doch mal mit jemandem. Wenn du sagst, ich wette mit dir um 20 Folge, Euro. Oh, ja? Dann heißt das, beide 20 Euro. 3 Stunden so weiter. Johnny, mein Kopf. Johnny, das war einfach nur, der eine wettet dafür, der andere dagegen, weißt du? Ja, aber ja. Nicht im Stand von 2-7. Ja, doch, du hast die Wette genau auf dem Stand gemacht. Das war doch der Witz daran, Johnny. Ja, und darauf habe ich gesagt, dass es eine andere Quote dann wäre. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nee, ich bin raus. Ich kann nicht mehr, Alter.